Ich darf mich kurz vorstellen. Tretter mein Name. Ich arbeite in der Werbung. Friends and Friends, Creative Director. 16 Stunden am Tag, 10 Tage die Woche, 15 Monate im Jahr. Leistungsträger. Und ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich war lange FDP-Mitglied. Aber ich bin Gewinnertyp. Ich habe da nichts mehr zu suchen. Ich habe irgendwann gesagt, Guido, habe ich gesagt, wenn ich dich so anschaue, dein Anzug, deine Krawatte, dein Body, immer noch Top Appearance. Aber deine Performance schreit Loser. Hat er nicht verstanden. Habe ich es ihm übersetzt. Guido, du bist eine Flachzange. Und Flachzange und Gewinner, das geht nicht zusammen. Jetzt bin ich bei den Grünen. Ganz andere Kiste. Volkspartei. People and Party. Ein feuchter Traum für jeden PR-Mann. Trotz Claudia und Renate. Wahnsinns Corporate Identity. Für alle was dabei, aber immer cool. Eine Partei, als hätte sie Apple entworfen. Die Grünen, das iPhone des Parlamentarismus. Dagegen ist die FDP ein Taschenrechner. Und die SPD Höhlenmalerei. War jetzt bei zwei Betriebsausflügen der Grünen mit dabei. Stuttgart und Gorleben. Ja. Ich sage Ihnen... Ich sage Ihnen, Eventkultur vom Feinsten. Das sind Incentives. So lockt man Führungskräfte. Mein Chef zum Beispiel, Jerome. Der war mit mir in Stuttgart. Der Mann macht 2 Millionen im Jahr. Der hat einen Weinkeller, da würde auch ein ICE reinpassen. Aber Bahnhofsdemo, das ist sein neues Ding. Der war ausgerüstet, das glauben Sie nicht. Holy shit. Der hat mich zu Hause abgeholt. Ich steige zu ihm in den Hubschrauber. Ich denke, da sitzt Rudi Dutschke. Grünen T-Shirt, grünen Fahne, grünen Armband, der Smoking voller Sticker. Statt einer Krawatte ein Fahrradwimpel. Hat er alles online bestellt, auf grüne.de. Sensationelles Merchandising. Gehen Sie damals drauf, da kriegen Sie alles. Überschrift, du willst zeigen, wie grün du bist? Und dann können Sie sich den Arsch grün anmalen lassen. 3 Mausklicks und selbst der Papst wird zum Sponti. Herr Jerome hat einen ganzen Karton mit Buttons mitgebracht. Hier, oben bleiben. Genau mein Motto. Wäre auch was für Guido. Und dann die Demo in Stuttgart. Absoluter Hammer, meine Damen und Herren. Allein die Location. Ja, da kann man ja viel falsch machen. Ich meine, ich war in Gorleben. Geiles Wochenende, keine Frage. Mit Schotter zum Schottern. Aber scheiß Location. Ich habe meinen Anzug versaut. Wendland auf der Bügelfalte, konnte ich wegschmeißen. Stuttgart dagegen. Stadtmitte, Schlossgarten, Top-Notch-Location. Was für eine abgefahrene Idee. Eine Bahnhofsdemo in einem 600 Jahre alten Park. Damals gab es noch gar keine Züge. Auf sowas kommen nur die Grünen. Und dann die Show. Wir waren in der ersten Reihe, noch vor der Frauenunion. Wir köpfen mit den Mädels gerade eine Pulle Shampoos. Kommt so ein grüner Wasserwerfer und macht denen die Oberteile nass. Wet-T-Shirt mit Christdemokratinnen, super scharf. So was habe ich nie mal bei VW erlebt. Ja. Also, aber dass wir uns da nicht falsch verstehen, die Grünen, das ist nicht nur Entertainment. Das sind neue Werte. Basisdemokratie, Sozialstaat, Pazifismus. Den ganzen alten Scheiß haben die über Bord geschmissen. Ja, früher hieß es Müsli-Partei. Stimmt immer noch. Aber heute sind die Haferflocken handgeschält. Und die Milch ist vom Jersey-Rind. Unglaubliches Bouquet, das Zeug. Und ökologisch das Korrekteste, was du kriegen kannst. Lass ich mir aus Kanada kommen. 17 Euro der Liter. Ja, Ökologie ist der neue Luxus. Und die Grünen sind die einzige Partei, die Luxus ernst nimmt. Ich bin gespannt, wie lange noch. Im Herbst ist Wahl in Baden-Württemberg. Ganz taffe Geschichte. Wenn wir da in die Regierung kommen, da können wir einpacken. Worst case. Wer regiert, verliert. Ein halbes Jahr Kabinett und du machst den Guido. Deshalb mein Tipp, wenn Sie bei den Gewinnern bleiben wollen, Grünen-Mitglied werden und dann CDU wählen. So kriegen wir auch noch die Merkel weg.